all unser Tun, und ich glaube, das ist ganz entscheidend, basiert immer darauf, dass wir sagen, das ist von Herrn Professor Ramsdorfer, den habe ich jetzt schon mehrfach gehört, Potsdam-Institut, der sagt, Herr Rixmann, in einem Gespräch hat er gesagt, es ist egal, was wir tun, Faktum ist, der Erde ist es wurscht, wo das CO2 entsteht. Das heißt, wenn wir es hier mit 7,4% CO2-Ausstoß in Europa besser machen, umso gut, umso besser für uns. Aber entscheidend muss sein, dass wir diese Technologien, die wir auch exportieren können, eben auch in China funktionieren und eben auch in anderen Ländern funktionieren. Sonst wird es halt schwierig. Und wenn ich jetzt rein als batterieelektrische Fahrzeug denke, ja, wir glauben auch, es wird alles elektrifiziert, dann muss man die Frage stellen, wenn die Batterieelektrik in geht in Süditalien schon nicht wirklich, aber dann in Afrika, in Asien, Südamerika wirklich funktionieren kann. Und da werden wir jetzt ein paar Beispiele dazu sehen. Auch was uns treibt, das ist auch ein ganz wesentliches Thema, wenn wir mal so 800.000 Jahre zurückschauen und jetzt gehen wir davon aus, und ich mache jetzt keinen Klimavortrag, keine Sorge, dass das CO2 ein Mitverursacher für die Erderwärmung ist, dann schauen wir da hinein in diese Kurven, dann sehen wir da, ja, das ist immer irgendwie so bei 300 ppm rauf und runter gegangen, wenn wir da von 300 auf 200 runter sind oder 250, sind das so mal 6.000 lockere Jahre, ja, bis die Erde gebraucht hat, bis sie es wieder runterkriegt. Jetzt schaffen wir das in kürzester Zeit ganz dramatisch zu erhöhen. Und was wir sagen, und das ist entscheidend, Way to Zero oder Klimaneutralität ist eben nicht genug. Das ist eines der ganz wesentlichen Slogans, die auch uns im Unternehmen ganz massiv nach vorne treibt. Die Frage ist, was heißt Klimaneutralität in letzter Konsequenz? Sind es 500 ppm, 600 ppm? Was heißt das für die Erde? Wie gesagt, ich mache hier keinen Klimavortrag, aber was bedeutet das? Also wir sind überzeugt, der natürliche Weg allein wird es nicht sein. Also wir sehen hier einen drastischen Anstieg. Also das heißt, das CO2 oder der Kohlenstoff, der da unter unseren Füßen liegt auf dieser Erde und eben herausgenommen wurde, der belastet uns zurzeit. Und Faktum ist aber auch, dass Wirtschaftsleistung und Energieverbrauch einfach Hand in Hand gehen. Und wir können nicht einfach Energie kappen, weil es wird eine drastische Auswirkung auf unser soziales und wirtschaftliches System haben. Und das sind Dinge, mit denen wir uns beschäftigen. Der Herr Obes geht auch sehr stark in der Richtung, oder wir als Unternehmer davon aus, wir werden, wir nennen es hier, wie es hier gezeigt wird, Seizing Age, in eine Zeit gehen müssen, wo wir proaktiv neben weniger Energieverbrauch natürlich die fossile Energie reduzieren müssen, substituieren müssen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber dazu ergänzend brauchen wir Technologien, dass wir das CO2 aus der Atmosphäre auch entnehmen. Das kann CCS sein, was auch immer. Wir gehen eher da von der Direct Air Capture Technologie aus, auf die ich nachher noch ganz kurz eingehe. Also das heißt, wir werden einen Zeitpunkt erreichen, wo wir das CO2 wieder herausnehmen müssen. Also wir haben ein Thema, das ist, wir haben ganz große Mengen fossile Energie. Und das, auf der basieren wir heute und das ist eines der Themen. Und wie die UNO, mit der wir übrigens zwischenzeitlich auch mit der UNIDO sehr eng zusammenarbeiten in diesen Themen, sagt ebenfalls, back to zero is not enough anymore. Das heißt also, wie auch sogar der Beirat des Europäischen Parlaments, ich weiß nicht, wer es gelesen hat, wurde vor kurzem groß in den Medien rausgeschickt jetzt, hat erkannt, wir werden doch aktiv mit Technologie arbeiten müssen, um das CO2 aus der Atmosphäre herauszuholen. Wie kombiniert sich das jetzt mit der Mobilität? Ich meine, möchte vielleicht auch ganz kurz eingehen, früher waren es natürlich diese Pferdekutschengeschichten hier, da waren halt der Gestank, der Pferdemüll oder was auch immer in den Städten das Problem. Es hat den großen Mix gegeben zwischen Elektrifizierung von Ottomotoren hier, aber auch Fahrrädern, wir gehen zu Fuß, wie auch immer. Die Frage ist, reine Batterieelektrik, wo die Reise heute hingeht, wir sehen, es hat das schwieriges Thema, wenn etwas vorgegeben wird, einfach per Gesetz, anstatt dass man die Technologien sucht. Und ich sage ein Beispiel, meine kleine Firma in China, und da erlebe ich mal eines nämlich ganz stark mit. In China wird nicht gesagt, Sie alle hierherin müssen batterieelektrisch fahren, zukünftig, sondern da wird gesagt, meine Herren, Sie alle herin haben die Verantwortung, Technologien zu entwickeln, die das CO2 reduzieren oder überhaupt generell wegkriegen. Das ist die Fragestellung. Das heißt, da geht es nicht darum, dass man sagt von oben, wir müssen das und das tun, sondern wir müssen die Technologie entwickeln, die das Beste daraus macht. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Ansatz. Sie haben es gesehen, SAF hat vor ganz kurzem geschrieben, jetzt wir fliegen elektrisch demnächst. Man kann schon Tickets kaufen für den elektrischen Flug. Ich glaube, das haben wir heute schon gehört, kann man sicher machen mit Drohnen. Ob das wirklich in der großen Methodik funktioniert, ist die Frage. Aber was ist jetzt die Lösung? Was ist unser Ansatz, an dem wir als Unternehmen arbeiten? Und auf das einzugehen, ja,
Wir sind überzeugt davon, wir brauchen die Sonnenenergie. Wir haben mehr als genügend Energie auf dieser Welt, mehr als genügend, um die ganze Welt der Energie zu versorgen. Wir gehen von der Sonnenenergie in erster Linie aus. Wir machen Wasserstoff über Elektrolyse, ja, aber das Wasserstoffthema heute gehört. Auch wir glauben nicht, Wasserstoff wird der Primärenergieträger werden, sondern wir kombinieren, und der Obst hat auf diesen Gesamtprozess zwischenzeitlich jetzt die weltweiten Patente, einfach in der Zusammensetzung verschiedener Technologien für den ersten emissions- oder klimapositiven oder CO2-negativen Kraftstoff. Wie funktioniert das? Wir produzieren den Wasserstoff, wir haben ein Direct Air Capture System, wir haben eine neue Prototypenanlage jetzt gebaut, da werde ich nachher ganz kurz darauf eingehen. Also das heißt, wir verbinden CO2 mit Wasserstoff, also wir gehen den Schritt ins Methanol als erstes. Methanol können wir heute flüssig sehr einfach transportieren, braucht natürlich gewisse Änderungen, aber wir haben die Infrastruktur. Wir haben einfach, glaube ich, ein ganz wesentliches Thema, das wir sehen müssen. Wir haben Milliarden investiert in eine bestehende Infrastruktur und wollen wieder Milliarden in eine neue Infrastruktur investieren und verlieren aber gleichzeitig die Abschreibungspositionen, wenn man es betriebswirtschaftlich sieht, nämlich von der bestehenden Infrastruktur. Also geht es uns darum, hier eine Lösung zu finden, wie können wir diese beiden Bereiche vereinen. Und das ist sozusagen das Gesamtbild, das es darstellt, weil zum Beispiel Methanol als Beispiel jetzt hier auch eben für Gaskraftwerke eingesetzt werden kann, chemische Industrie. Wir müssen das dort machen, wo der Strom eben, ich sage jetzt einmal, fast geschenkt wird. Jetzt haben halt ein paar Länder auf dieser Erde, nämlich ein paar viele Länder, das Glück, dass sie da unten die Energie haben und das haben sie hier oben auch. Aber der ganz wichtige Punkt ist, wir gehen davon aus, wir müssen diese Energie im Sonnengürtel der Erde und das ist verwenden, weil sie eben nahezu nichts kostet. Und da ist ganz wichtig auch, weil die Diskussion habe ich persönlich, wir waren jetzt gerade in Brüssel, im Europaparlament, haben jetzt einige Themen gehabt, im Reichstag in Deutschland, wo wir zu diesen Themen jetzt auch eingeladen werden. Der Punkt ist, die Diskussion, ja, Europa muss energieunabhängig werden. Ich meine, wir haben das heute schon gehört, es wird sehr schwierig werden, wohl Energieunabhängigkeit zu haben. Wir müssen unabhängiger werden. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und wenn ich halt 150 Staaten auf dieser Welt von Australien bis Nordamerika habe, da dazwischen, sagt, wenn der eine mitspielt, lass man halt weg, dann machen wir den nächsten. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, dass wir hier diese globale Perspektive betrachten und von dort die Energie hernehmen. Und übrigens vielleicht ein Punkt noch zum Thema Effizienz. Das ist eh schon angeschnitten worden, wenn wir unten schauen. Wenn ich in Europa natürlich Photovoltaikanlagen baue, dann habe ich halt nur die halbe Energieausbeute, also wenn ich sie halt in Australien mache. Das ist halt einfach so und das heißt, deswegen kostet der Strom dort auch viel, viel weniger. Ein Thema, ein ganz wesentliches Thema ist Direct Air Capture in unserem Thema, in unseren ganzen Prozessüberlegungen. Ich gehe da nicht ins Detail, keine Sorge, aber Direct Air Capture ist etwas, das ist das Nadelöhr in dieser ganzen Diskussion. Also über Photovoltaik, Elektrolyse, wie kriege ich das CO2 heraus? Ja, und wie mache ich dann Methanol und kann es dann weiterverarbeiten, ist alles energieintensive Prozesse, aber was jetzt sehr spannend ist, wir konnten ein komplett neues Verfahren anmelden, das ist zu Patent angemeldet zwischenzeitig, wurde auch schon bestätigt, ein neues, komplett neues System von Direct Air Capture Systematik und das, so wie das jetzt ausschaut, werden wir sehr, sehr günstig Kohlenstoff aus der Atmosphäre herausholen können, um das reine CO2 zu gewinnen und in weiteren Prozessen zu verarbeiten. Und das ist, glaube ich, einer der ganz großen Themen, an denen wir jetzt mitarbeiten intensiv. Wie schaut so etwas aus in der Folge? Wir sind, das kann das Land nicht sagen dazu, aber es ist ein afrikanisches Land, ganz konkret schon vor einem Vertragsabschluss in die Richtung, weil wir sind 70 Diplom-Ingenieure. Das können wir nicht selber umsetzen. Dazu brauchen wir die Investoren, dazu brauchen wir die Politik als Unterstützung, aber wir brauchen auch die Länder, die das machen. Aber wir sind sehr, sehr nahe dran, dass wir in einem Land eine dieser Gigafactories jetzt schaffen, wo wir eben über die Photovoltaik, wie schon erwähnt, Elektrolyse, Direct Air Capture Verfahren integrieren. Das ist das, was wir jetzt entwickeln. Das braucht noch etliche Jahre Entwicklung, das ist keine Frage. Aber dorthin gehen, um dann Methanol, in weiterer Folge kann das auch ein anderer Stoff sein, aber in erster Linie Methanol zu erzeugen, weil wir das lagern können, tanken können und fahren können. Und so schaut ungefähr zum Beispiel das Bild so eine Anlage aus, die ist auch durchgerechnet, dass wir wissen, was kostet das, was bedeutet das in der weiteren Folge. Wir nennen das A-Fuel, Atmospheric Fuel. Sie nennen E-Fuel, wir nennen, bezeichnen es so, das ist ein geschützter Begriff zwischenzeitig. Wie wir sagen, wenn wir 100% des Methanol verwenden und wir nehmen das CO2 heraus, was wir verbrennen hin, dann haben wir einen ehrlichen emissionsneutralen Kreislauf, CO2-Kreislauf. Den haben wir bei der Batterieelektrik, wie wir heute schon gehört haben, nicht, weil der Strom halt eben auch fossil bedingt ist. Wenn wir einen Teil, und das ist jetzt ganz wichtig, wie man es hier sieht, oder auch hier herinnen, auf dieser Basis passiert von 100 Energieeinheiten 70 verwenden, um Methanol zu erzeugen und einen Kohlenstoffsenkeprozess mit integrieren, das ist auch das Patent, auf das Ganze läuft, in den Prozess der Erzeugung
und gleichzeitig Kohle in Form von wirklich diese Häufchen hier produzieren, dann wieder zurückführen, also das, was dann in der Luft schwebt, bringen wir wieder zurück oder machen industrielle Prozesse daraus, dann komme ich faktisch in einem Produktionsschritt auf einen emissionsnegativen Kraftstoff. Ich kann das Beispiel sagen, Winfried Herrmann, der hat das sehr auf den Punkt gebracht, Verkehrsminister in Baden-Württemberg, grüner Verkehrsminister, der ist vor kurzem gefahren mit dem Auto, war ein bisschen Diskussion, dass man da reinkriegt haben ins Fahrzeug, weil er sagt, er fährt nicht Auto. Ich sage, bitte fahren Sie wenigstens einmal mit. Dann ist er ausgestiegen vom deutschen Fernsehgemeinde, hat nicht gewusst, dass es eine Technik gibt, je mehr ich fahre, desto besser für die Umwelt. Also das war so ein bisschen überspitzt, diese Darstellung. Aber das ist die Technik, an der wir arbeiten intensiv und in diese Richtung wir gehen. Die Energieeffizienz, warum wir jetzt auch das Thema Methanol jetzt einmal in den Vordergrund sehen, ist eben Energiedichte. Wir haben es umgerechnet, Liter pro Kilowattstunde. Die Batterie, ich fahre selber, wir fahren alle, fast alle elektrische Fahrzeuge in der Firma, wir kennen das Thema. Also das heißt, ich fahre viel elektrisch, bin glaube ich schon 100.000 Kilometer mit elektrischen Autos gefahren. Super cool, also mir taugt das massiv, also dieses Beschleunigen ist alles total nett. Und wenn ich halt einmal ein bisschen schneller fahre, dann stehe ich halt auch relativ schnell. Aber wenn ich jetzt mal auf Liter umrechne, bin ich halt bei 0,5 Kilowattstunden pro Liter für eine Batterie. Dann brauche ich riesige schwere Batterien drin. Gehe ich auf Wasserstoff, habe ich eine bessere Energiedichte, aber andere Themen. Wir gehen jetzt eben hier auf das Thema Methanol. Natürlich hat Benzin das Doppelte, das ist richtig, aber zumindest auf diese Ebene, wo wir das betreiben, da ist der Dr. Gerd Müller drauf von der UNIDO. Wir haben immerhin das Glück, darf ich auch sagen, dass wir von UNIDO-Seite, was diese Technologien betrifft, diese Unterstützung bekommen, dass man sagt, ja, wie können wir sowas umsetzen und transformieren, speziell in den Ländern, Sie haben es auch angesprochen, wie können wir Arbeitsplätze nicht nur dort schaffen, sondern auch wirklich Energie bereitstellen, zum Beispiel in afrikanischen Ländern. Ein ganz großes Beispiel, dieses Fahrzeug da draußen ist mit diesem emissionsnegativen Methanol oder fährt damit. Das ist ganz simpel gesagt, Sie nehmen das Model Y, das da draußen steht, nehmen die 600 Kilogramm schwere Batterie raus, haben unsere eigene Hochleistungsbatterie eingebaut mit 17,6 Kilowattstunden Strom und haben vorne einen kleinen Zweizylindermotor, der mit Methanol Strom erzeugt. Der fährt hocheffizient, hat einen extrem hohen Wirkungsgrad für Verbrennungsmotoren. Und wir sagen eben, der Verbrennungsmotor ist nicht gut und nicht böse. Es ist die Frage, was wir verbrennen, das ist der entscheidende Punkt. Und mit diesem Fahrzeug, das können wir eben, fahrt elektrisch, rein elektrisch nach wie vor, können wir auf der ganzen Welt elektrisch fahren, wenn wir dann die Verflüssigung der Sonnenenergie in Form von Methanol auch weltweit transportieren. Oder je nachdem auch in E-Fuel in der weiteren Folge. Also wir haben Fahrzeuge, die so aufgebaut sind, mit Benzin Strom erzeugen, mit Mixed-Fuels Strom erzeugen oder eben auch mit reiner Methanol. Und das ist das, was draußen steht. Da bauen wir gerade 10 Fahrzeuge für die deutsche Bundesregierung auf. Leider hat die österreichische Bundesregierung uns noch nicht gefragt dazu. Jetzt machen wir es halt für die deutsche. Werden 10 Fahrzeuge aufgebaut. Das ist ziemlich viel Geld, was wir da investieren. Wir und vor allen Dingen auch das deutsche Bundesministerium für Bildung und Forschung. Aus dem Grund heraus, weil die wollen sehen, was können wir tun, was ist die Alternative, wie kann Deutschland auch Export schaffen mit Technologie, die eben auch ganz wichtig ist, weil wir leben halt eben nicht nur von den schönen Träumen, sondern wir müssen auch was machen. Abschließend, wir sehen das Thema A, heißt für Atmospheric Methanol, kann einer der globalen oder vielleicht auch der globale Energieträger werden. Wichtig ist auf jeden Fall, wir müssen weg von fossiler Energie, das ist auch klar. Und das Spannende daran ist, wir haben, also Chris ist auch Mathematiker, wir haben da etliche Berechnungen angestellt, was ist das Global Domestic, also was brauchen wir an GPD, an Einsatzkapitalansatz, wenn wir die Weltenergie, also wir träumen jetzt mal ganz groß, wirklich sozusagen ersetzen wollen, dann sind das faktisch rund 6% des weltweiten Bruttonationalproduktes, wenn wir alle fossile Energie austauschen. Also das ist nicht so, dass es heißt, es kostet extrem. Wir wissen heute, mit so einer Anlage können wir für 60 Cent pro Liter Methanol die Erzeugung garantieren. Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Es gibt die Zukunft, es gibt die Technologie. Was wir jetzt brauchen, ist natürlich auch die Rahmenbedingungen dazu und nicht nur Verbote, sondern wir müssen weiterdenken und weiterentwickeln.